von quadratischen Funktionen spricht man, wenn in der Funktionsgleichung ein Quadrat bei der Variablen vorkommt. Auch das ist eine quadratische Funktion, obwohl das Quadrat gar nicht bei dem x direkt steht. Aber löst die quadratische Funktion hier mal auf, das heißt die binomische Formel ordentlich ausmultiplizieren, dann seht ihr, dass das Quadrat wieder beim x auftaucht. Hier seht ihr die Graphen zu den quadratischen Funktionen aus den Beispielen. Die Graphen zu den quadratischen Funktionen sind immer Parabeln. Schauen wir uns den Graphen zur einfachsten quadratischen Funktion y ist gleich x² näher an. Dieser Graph ist eine Normalparabel. Wenn man sich diesen Verlauf einer Parabel genauer ansieht, erkennt man einen besonderen Punkt. Den Scheitelpunkt. Dieser Punkt ist ein Extremwert, in diesem Fall ein Minimum, also der kleinste Wert. Ist die Parabel andersherum gedreht, kann es auch ein Maximum sein. Außerdem erkennt man noch, dass Parabeln immer symmetrisch sind. Die Symmetrieachse hier ist die y-Achse. Parabeln haben ihren Scheitelpunkt nicht immer im Ursprung, wie hier die lilafarbene Normalparabel y ist gleich x². Sie können auch verschoben sein. Hier diese Beispiele sind nach oben und unten verschoben. Wenn ihr euch die Parabelgleichung links unten anschaut und die dazugehörige orangefarbene Parabel, dann seht ihr schnell, wie genau an der Parabelgleichung die Verschiebung an der y-Achse abzulesen ist. Und Parabeln können natürlich nicht nur nach oben oder unten verschoben werden, sondern auch nach rechts oder links. Hier muss man auf die Form in der Klammer allerdings achten und darf nicht durcheinander kommen. Ein plus 4 in der Klammer bedeutet eine Verschiebung nach links, also den Scheitelpunkt auf der x-Achse in Minusrichtung verschieben. Habe ich in der Klammer mit dem Quadrat eine minus 3, dann verschiebe ich auf der x-Achse in positive Richtung, also liegt der Scheitel bei 3 und 0. Aber natürlich kann ich nach oben oder unten, beziehungsweise links und rechts, auch gleichzeitig verschieben. Hier seht ihr wieder drei Beispiele. Parabeln haben aber nicht immer das Aussehen von Normalparabeln. Dafür verantwortlich ist der Öffnungsfaktor a vor dem x². Und in dieses Durcheinander mit den verschiedenen Möglichkeiten, wie eine Parabel aussehen kann, müssen wir natürlich ein bisschen Ordnung bringen. Anhand des Öffnungsfaktors a kann man verschiedene Grenzen festsetzen. Fassen wir nun alle Erkenntnisse zusammen, die wir bisher gewonnen haben, dann erhalte ich die sogenannte Scheitelform einer quadratischen Funktion. Anhand dieser Scheitelform kann ich am Öffnungsfaktor ablesen, wie genau die Parabel aussieht, ob es sich um eine gestauchte, gestreckte oder eine Normalparabel handelt.
und ich kann direkt an der Scheitelform, deswegen heißt sie auch so, den Scheitelpunkt ablesen. Hier ein kleines Beispiel, versucht anhand dieser quadratischen Funktion und deren Scheitelform abzulesen, wie genau diese Parabel aussieht und wo ihr Scheitelpunkt liegt. Meistens liegen quadratische Funktionen nicht in der Parabelgleichung der Scheitelform vor, sondern in der sogenannten allgemeinen Form, die ihr hier seht. Am Öffnungsfaktor a kann nach wie vor abgelesen werden, wie die quadratische Funktion, also die zugehörige Parabel, aussieht. Das heißt also, ob sie gestreckt ist, gestaucht, ob es eine Normalparabel ist, nach oben oder nach unten geöffnet. Aber über den Scheitelpunkt kann leider nichts mehr ausgesagt werden. Denn das hier hinten sind keine Scheitelpunktskoordinaten. Das dürft ihr nie verwechseln, von B und von C einfach den Scheitelpunkt rauszulesen. Das geht nicht. Aber bestimmen kann man den Scheitelpunkt dennoch. Entweder formt man die allgemeine Form in die Scheitelform um, und zwar indem man die quadratische Ergänzung verwendet, oder man verwendet eine Formel für die Scheitelbestimmung bei der allgemeinen Form. Und anhand eines Beispiels könnt ihr jetzt ausprobieren, ob ihr sämtliche Koeffizienten richtig in die Formel für den Scheitelpunkt einsetzen könnt. So, und das soll es mit den wichtigsten zu den quadratischen Funktionen gewesen sein.